Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Arc Storyline. Steht zwar hier vor meinem Zuchthaus, aber züchten möchte ich heute eigentlich nicht. Also eigentlich möchte ich, aber es macht noch nicht so besonders viel Sinn. Ich sammle in letzter Zeit ständig Therizinosaurier und aber auch Megatherien. Denn ich möchte eine Therizino-Armee haben wir ja noch gar nicht, die Megatherien-Armee, die ist nicht so besonders super. Da hatte ich halt zwei Ausgangstiere, die habe ich aber auch schon nicht mehr. Ich weiß nicht mehr genau, wie gut die damals waren. Und habe die einfach zusammengepaart und dann irgendwie eine Gesundheits- und eine Nahkampfschaden-Mutation. Aber trotzdem haben die deutlich höhere Anzahl an Mutationen und mit denen weiterzuzüchten macht halt nicht mehr so wahnsinnig viel Sinn. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob die hier die Brutmutter auf Alpha schaffen. Deswegen würde ich gerne eine neue mitnehmen. Und Therizinus überhaupt für den Drachen und vielleicht auch nochmal für den Megapithecus. Da werde ich vielleicht 50-50 Allos und Therizinus mitnehmen, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob die Allos das komplett schaffen. Und deswegen züchte ich immer noch auf perfekte Tiere. Ich habe bei den Therizinos welche, die wirklich einen guten Nahkampfschadenwert haben, aber leider kein besonders hohes Leben. Und bei den Megatherien sieht es leider genauso aus. Habe ich zwar einen hohen Nahkampfschadenwert, aber kein hohes Leben, also keine hohe Gesundheit. Deswegen vertrödel ich mir jetzt so ein bisschen die Zeit, während ich auf Eier und Babys warte. Und zwar habe ich mir gedacht, ich würde gerne an meinem Hafen noch ein bisschen weiterbauen. Das ist das Gebäude, was wir als allererstes hatten und ich möchte da einfach gerne insofern noch ein bisschen mehr ausbauen. Kann ich das alles tragen? Kann ich mich gar nicht bewegen? Ja, natürlich kann ich mich gar nicht bewegen. Ich möchte das insofern noch ein bisschen weiter ausbauen, dass wir auch eine schöne Uferkante haben. Momentan kommt man ja immer nur durch diesen ganz schmalen Gang am Haus irgendwie zu den Wassertieren. Und vielleicht könnte man ja auch noch sowas wie irgendwie eine kleine Beachbar da dran bauen oder irgendwie sowas. Irgendwelche kleinen netten Sachen halt. Und deswegen wollte ich das Ganze eben noch mal ein Stück weiter ausbauen. Und dafür werden wir da jetzt einfach mal, ich könnte mir ja einfach mal hier die Eule schnappen und vollstopfen mit dem ganzen Bauzeug. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie das tragen kann. Und dann begeben wir uns mal runter an den Hafen und bauen unsere Kaimauer da erstmal ein bisschen weiter aus. Und ein paar neue Zäune drumherum und sowas halt alles. Und da fehlen, glaube ich, auch noch ein paar Rampen. Das habe ich zwar alles schon irgendwie mal hergestellt, aber nie wirklich angebaut. So, hatte ich nicht auch Holzzäune? Ja, hier, Holzzäune hatte ich auch. Wunderbar, dann packe ich den hier voll und dann sehen wir uns gleich am Hafen wieder. Da unten sehen wir das Hafengebäude und ich zeige euch kurz, was ich meine. Also, ich hatte vor, hier dieses Gehege, also nicht das Gehege selber, aber die Plattform zumindest zu einem Teil noch weiter hier ranzuziehen bis ans Ufer, dass man halt auch vom Ufer darauf zugreifen kann, weil momentan geht halt alles hier vorne über die Treppen und dann links und rechts an den Seiten vorbei. Also im Prinzip so ähnlich wie hier, dass wir halt das Ufer einfach mal komplett befestigen und rumziehen. Hier könnte ich mir vorstellen, dass wir hier vielleicht auch noch gerade bis zu diesem Felsen eventuell mit einem kleinen Türmchen oder so auch nochmal weiter ausbauen, einfach die Uferlinie befestigen. Wir sind momentan noch sehr, sehr viele Tiere. Eventuell mache ich auch nochmal in die Richtung irgendwie einen Zaun oder sowas. Dafür müssen wir die Sachen hier aber ganz kurz mal wieder aufheben, denn ich mache erstmal die Seite hier weiter. Die ist ja schon so gut wie fertig. Da ist es natürlich einfacher, hier einfach ein paar Foundations weiter anzubauen. Wir sind hier, glaube ich, so gut an der Ecke, dass man hier vermutlich ewig weiterbauen kann. Man kommt da irgendwie nicht wieder so weit, dass die Foundations dann irgendwo im Sand versinken oder so. Ich befürchte, da kann man einfach ewig weit bauen. Deswegen muss man da schon irgendwie einen schönen Abschluss finden. So, und wir gucken einfach mal, ob wir da bis zu dem Felsen da hinten vielleicht hinkommen. Vielleicht verschwindet es ja hier doch irgendwo nochmal. Die Palme ist ja auch ganz nett. Na, das meine ich ja. Ich kann hier ewig weiterbauen. Bin mir nicht ganz sicher. Ich guck mal, kann man dich... Ne, den kann man nämlich nicht abbauen. Das ist gut. Will ich auch gar nicht. Dann habe ich wenigstens hier so eine Art Begrenzung. So. Und das Ganze, das läuft dann hier aus. Ja, ich glaube, viel weiter muss man nicht. Ihr seht ja, das versinkt da schon im Sand. Ja, gut, man könnte hier vielleicht noch, aber ich glaube, das ist dann auch wieder eine ganz schöne Materialverschwendung. Hier ist ja sowieso kaum noch was zu sehen davon. Aha, da fehlen also mindestens zwei.
Gut, dann haben wir hier schon mal eine befestigte Uferlinie. Dann habe ich, glaube ich, noch ein paar Rampen dabei, weil ich glaube, die Gehege hier, die haben noch gar nicht alle Rampen. Das habe ich irgendwie nie so richtig fertig gemacht. Ist das nicht auch eine Rampe? Ja, das ist doch auch eine Rampe. Wie sieht es denn aus? Hier, du hast doch, glaube ich, gar keine Rampe. Genau, das heißt, wenn ich nämlich da in dem Becken sitze, ich komme da einfach kaum wieder raus. Das ist natürlich nicht so schön. Zack. Das war ja das erste Gebäude, was wir überhaupt gebaut haben. Wobei das natürlich nicht gleich von Anfang an so riesig war. Es war ja noch ganz klein, da gab es die ganzen Wassergehege hier noch nicht. Und auch da sehen wir jetzt schon, es reicht nicht. Und dann haben wir das ja hier Stück für Stück. Ach doch, hier sind nämlich schon welche drin, es reicht also doch. Was seid ihr denn so ein... Ah, eine Armee aus Dilos. Guckt euch das an. Weg mit euch. Hä, was ist... Ach, rausgeklickt, natürlich, was sonst? Guckt euch das an, so viele. Ist ja nur eine Frage der Zeit, bis die auch meine Tiere angreifen. So. Das war die Action für heute. Was ist das da drüben gewesen? Wer weiß. Okay, dann würde ich sagen, kann man hier drüben dann schon mal unsere ganzen Ceilings ausbringen, weil hier kann man definitiv keine Foundations setzen. Dafür ist er einfach eindeutig zu tief. So, dann gib mir du mal die Dinger her. Und ja, ich baue dann hier alles mit den Ceilings noch voll. Ich glaube, ich werde diese Wand hier an der Seite aber trotzdem lassen und auch mit dem Geländer. Wir machen dann einfach weiter hinten irgendwann nochmal eins, um das Ganze dann wieder ein bisschen, ein bisschen Rahmen zu geben. Und ja, ich setze die Dinger jetzt hier vor mich hin, bis ich ans Ufer komme. Dann mache ich dann vielleicht auch nochmal eine Reihe mit Foundations. Dann setzen wir die Zäune drum. Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht auch nochmal ein, zwei Türmchen machen, vielleicht eine Art Eingangsportal und vielleicht nochmal eine kleine Strandbar. Das passt zu dem Wetter, was wir momentan haben. Ich würde sagen, der Fußboden ist fertig verlegt. Also ich habe hier doch nochmal diese paar Foundations hingemacht. Ja, die verschwinden jetzt wirklich fast direkt im Stein. Den Stein kann man zum Glück nicht wegmachen. Ist also eine ganz schöne Absperrung hier drüben. Ich glaube, hier lasse ich es auf. Vielleicht mache ich hier ja auch nochmal irgendwie Rampen oder sowas, aber ich glaube eigentlich nicht. Ich lasse das hier so als Uferkante. Hier habe ich jetzt erstmal nur so eine Säule zum Abschluss gemacht. Ich denke, ich werde die eventuell noch weiter zurückziehen bis hierhin, denn bis hierhin geht ja auch da drüben das Haus. Machen wir das doch einfach gleich. Dann ziehen wir das mal so weit zurück. Zack, zack. Bis wohin hatte ich gesagt? Bis hier, diese Linie ist das letzte. Okay, das heißt... Na, die hier kommen weg. Okay, dann ist das nämlich komplett in einer Linie alles. Finde ich persönlich immer ganz schön. So, gibt es hier den Abschluss. Ne? Das schließt dann da drüben mit dem Zaun ab. Jetzt geht auch die Sonne gerade wieder unter. Hier an die Ecken mache ich das wie in dem anderen. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, dass ich hier nochmal so eine Dreieckswand hinsetze. Dann kann sich hier in diesem Winkel nicht irgendwie was verbiegen oder so. Das ist aber nicht so schön. So, und hier drüben sieht das jetzt folgendermaßen aus. Da haben wir jetzt diesen großen Hafenbereich. Momentan, ja, habe ich ihn an den Seiten erstmal so durch Zäunchen abgegrenzt. Da drüben auch die ganze Seite. Und hier vorne, da gibt es Treppen. Kommt man hoch? Ja, okay, man kriegt hier nasse Füße, aber ich wollte das halt in einer Linie damit machen. Man hat dann hier zwei Reihen Stein, hier drüben zwei Reihen Stein und hinten am Gebäude auch. Und kommt dann hier auf den Holzdeck. Finde ich auch sehr schön so. Hier sind es allerdings drei Reihen, wobei ja die äußerste, die gehört ja mehr zu dem Hafen. Also vom Gebäude an gesehen sind das auch zwei Reihen. Ne? Da ist zwei Reihen reingerückt und dann fängt halt hier der Holzbereich an mit diesem wunderschönen Hügel, wo ich noch nicht genau weiß, ob man dann irgendwie mit einbeziehen kann. So, ich hätte jetzt gedacht, ich möchte auf jeden Fall noch irgendwie, und das werde ich vermutlich da drüben dran machen, eine Art Bootshaus, damit ich mein Floß irgendwo unterbringen kann. Das muss aber Lizichtes sicher sein. Das heißt, da muss ich den Zugang so schmal machen, dass von Unterwasser sozusagen nichts kommen kann. Dann hatte ich überlegt, was wäre sinnvoll, vielleicht so ein Angelplätzchen, hatte ich mir gedacht, dass man vielleicht hier irgendwo nochmal einen Steg rausbaut, eben zum Bootshaus, da kann man ja noch ein Angelplätzchen machen, vielleicht irgendwie eine Art Schuppen oder sonst irgendwas, wo ich dann Angelzeug unterbringe oder auch die Taucheranzüge, hier nochmal einen Schrank, also wir haben natürlich auch im Haus Schränke, so ist es ja nicht.
Und ich hatte auch überlegt, ob ich vielleicht hier an die Ecke nochmal einen Turm mache, vielleicht ein bisschen größer, also mindestens so wie diese da, vielleicht ein bisschen größer. Andererseits, wenn die genauso sind, dann das sieht ja eigentlich besser aus, ne? Wenn die alle gleich sind, sind sie schöner. Also einen hier an die Ecke, ne? Hier ein Türmchen und vielleicht ganz da ans äußere Ende, da wo der Felsen eben ist. Oder in einer Flucht mit dem Gebäude. Wobei ich glaube, ganz am Ende vom Felsen ist auch nicht schlecht. Das sieht, glaube ich, gar nicht übel aus. Jetzt muss ich mir nur noch mal angucken, wie ich das hier gemacht habe, damit ich auch genau weiß, was ich hier brauche. Also wir haben einfache Türen, okay. Das Ganze ist 1, 2, 3, 4 hoch und 2 breit, Steinsäulen. Und dann hatten wir eine Wendeltreppe hier drin. Ja gut, hier kommt man tatsächlich mal nicht rein. Die sind sozusagen nur fake. Dann haben wir die Wendeltreppe, 2 Decken, okay. Und dann da oben den gleichen Zäune. Ja, einmal Stein, einmal Holz und dann auch nochmal Holzpfeiler. Ja, aber soweit würde ich sagen, ist es doch schon mal schöner, ordentlicher, sauberer. Man hat hier mehr Platz. Ich hatte halt immer hier auf diesem schmalen Streifen balancieren müssen. Kam man dann immer hier, boing, ist man irgendwo angestoßen, kam nicht mehr dran vorbei und so. So ist das Ganze doch ein bisschen weiter gefasst. Okay. Dann werde ich jetzt über Nacht noch mal eine Farmrunde machen und dann bauen wir einfach beim nächsten Tagesanbruch weiter. Stelle jetzt meine Türme so allmählich fertig. Ich habe allerdings auch schon wieder gesehen, was mir wieder fehlt. Ja, man denkt halt an manche Sachen einfach nicht so richtig. Und dann stellt man fest, Mist, klappt nicht, wie man sich's vorgestellt hat. So, wir bauen die exakt genauso wie alle anderen, ne? Ich habe zum Beispiel nicht bedacht, dass die ja hier in der Luft schweben und deswegen hier unten ja eigentlich auch noch kleine Pillars benötigen. Und habe jetzt nur halt nur für die welche besorgt, wo halt eben oben noch was fehlt. Ja, hier muss nämlich oben auch überall noch einer drauf. Das heißt, ich brauche noch mal mindestens 4 kleine, weil bei dem anderen Turm, da fehlen nämlich auch noch jeweils 2. Dann setzen wir die hier oben drauf. Dann haben wir insgesamt 4 an der Höhe. Und zack. Dann gehen wir mal rein. Hier fehlt ja auch noch eine Tür. Habe ich die dabei? So ist es. Dann wollte ich auch eigentlich überall nochmal eine Kiste reinmachen. Die habe ich jetzt natürlich drinnen vergessen. Das ist auch sehr clever. Und ich habe die Steinzäune vergessen. Oh nee, wirklich dieses Gehirn. Man kann sich einfach nichts merken hier. Habe ich das vielleicht da reingetan? Nein. Also es fehlen noch 4 Steinzäune. Es fehlen noch 4 kleine Steinsäulen. Ansonsten gucken wir uns einfach an, wie es hier drüben aussieht. Da habe ich jetzt eine Fahne drauf gemacht und auch nochmal 2 Fackeln mit weißem Licht. Die sind genauso wie alle anderen Türme. Hier drüben gibt es 2 Fenster über Eck. Genauso wie hier. Nur, dass der da eine Fahne hat und der andere nicht. Hier auch 2 Fenster über Eck. Zweimal Feuer vorne dran. Hier haben wir 2 Fahnen drauf, aber kein Licht. Und hier haben wir wieder zweimal Licht, aber keine Fahne. Und die bekommen eben sowohl eine Fahne als auch Licht, weil sozusagen die Eckpunkte sind. Gut, ja, als nächstes, wie gesagt, ich hole dann mal das Floß her, um zu gucken, wie breit das ist. Dann würde ich hier nochmal irgendwie eine Ecke aufmachen und ein Stück rausbauen und auch irgendwie vielleicht ein Dach drüber mit Stroh und dann unten drunter ein paar Säulen, damit hier nicht, falls hier irgendwie mein Dietz-Ichtes reinkommt, der dann irgendwie dagegen schwimmt oder so. Das Ganze sollte auf jeden Fall nicht breiter sein als ja, diese Steinkante hier. Aber so riesig ist unser Floß ja nun auch wieder nicht. Das liegt bis bei mir immer hier vorne an der Brücke, weil ich mit dem eigentlich immer das Metall hole und dann lade ich das eben von da direkt in die Forge weiter. Ja, die Plattform und die Türme sind fertig. Ich beginne jetzt mit dem Bootshaus. Und habe jetzt das Floß schon mal hergeholt und mit Sealinks so die rundum markiert, ja, wie groß das Bootshaus sein soll. Hier vorne kommt dann das Floß rein. Wichtig ist nur, dass man selber halt nicht durch irgendwelche Strukturen, so wie Felsen oder gebaute Strukturen, behindert wird. Das Floß selber, das schwimmt auch durch Wände durch. Also das macht dem gar nichts aus. So, wir haben ja auf jeden Fall eine ganze Menge Wände dabei. Dann setzen wir die ja wieder falsch rum, wie wir das immer machen. Und zwar dreht ihr die eben um, indem ihr auf E drückt. Das müsst ihr aber nur bei der untersten Reihe machen. Danach braucht ihr das nicht mehr. Und auf jeden Fall hier vorne und hinten einmal komplett dicht. So, ich glaube, ich habe hier schon irgendwie Ceilings. Ja, genau. So. Jetzt wird es natürlich ein bisschen schwieriger hier drüben.
Ja, das ist wie gesagt nur ein bisschen nervig und man muss etwas aufpassen, wenn man die unterste Reihe setzt. Die muss man eben einmal komplett mit E, also was heißt muss, wenn man das möchte, Quatsch, hier, umdrehen und danach snappt es ja oben wieder vernünftig. Also so wie die unten sind, so snappt es oben eben auch drauf. Zack und zack. Sehr schön, da vorne schwimmt schon ein Hai. Klasse. ja, ne, wie ihr seht, ich muss die jetzt nicht nochmal umdrehen, die snappen gleich richtig rum. So. Halt. Aha. Ne, okay, da ist keine Ceiling, wie es scheint. Na, da müssen wir dann da eben von oben runter bauen. Ja, hier ist nichts dazwischen. Aber vielleicht ist ja, wie gesagt, auch keine Ceiling unten drunter. Dann kann ich da ja versuchen, Wände hinzusetzen, wie ich möchte. Das wird nichts werden. So, dann haben wir auch schon mal in der Eule ein paar Dreiecke. So und so. Und zwar setzen wir dann... Aha, das ist also genau das Falsche. Hier eins hin. Dann brauchen wir hier wieder eine Wand und nochmal eins oben drauf. Und das Ganze wird dann wieder verkleidet. Da habe ich jetzt natürlich noch nicht viele gemacht, also zwei, nur um mal so ein bisschen zu zeigen, wie es letzten Endes aussehen soll. Wird dann wieder mit Stroh verkleidet. Hier die Seite, die lasse ich, glaube ich, einfach offen. Kommt da ein bisschen mehr Licht rein. Ja, aber vielleicht hier vorne nochmal irgendwie eine Säule dran machen. Ja, so soll das Ganze dann aussehen. Dann machen wir das gleiche auch nochmal auf der anderen Seite. Dann sieht es von vorne, hat man den Eingang schon mal einigermaßen. Machen wir hier einmal das hin. Und hier nochmal eine Wand. Und hier einmal das drauf. Halt. So. Das gleiche gilt dann natürlich für da hinten. Das ist dann wieder die hier, genau. Hops. Und das ist dann wieder die hier. Okay, dann können wir hier nochmal die restlichen Wände dazwischen machen. Zack, zack. Ja, wie gesagt, da muss ich dann eben von oben runterbauen. Es geht nicht anders. Ja, so würde das Ganze dann aussehen. Ich glaube, ich habe auch noch ein paar Säulen dabei, um hier den Eingang so ein bisschen schöner zu machen. So mit G snappen die nicht, also snappen die auch an Ecken und nicht nur, was weiß ich wo, irgendwo anders halt. Dann haben wir den ganzen Eingang hier ein bisschen schöner verkleidet. Zack. Zack. So, und vorne wollte ich das Ganze auch nochmal machen. Zack. Hier könnte man natürlich auch wieder welche aus Stein nehmen. Und einmal mit G und dann einmal oben drauf. Ja, so wird das Ganze aussehen. Ich werde jetzt allerdings, muss noch deutlich mehr Holz sammeln. Das ist mir jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal ausgegangen. Ja, wie gesagt, hier kommen keine Wände weiter dran. Hier vielleicht nochmal eine Säule. Wir brauchen auf jeden Fall 1, 2, 3 Wände da. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, was weiß ich. 13, 14, 15, 16, naja, wir brauchen also nochmal um die 30 Wände, würde ich mal schätzen. Und entsprechend halt auch viele Strohdächer. Dann kann ich halt von hier immer auf mein Schiff. Hier kann ich ja ins Zähmen, in die Zähmenabteilung. Hier komme ich sozusagen in mein eigenes kleines Häuschen und hier komme ich eben wieder raus und kann mich hier ans Steuer stellen. Das hatten wir ja vor, ganz am Anfang mal gebaut irgendwann. Ja, und seitdem ist das immer noch dieses. Sieht ein bisschen lustig aus, aber ja. Gut, dann werde ich mal ein bisschen mehr Holz sammeln müssen. Ich bin jetzt dabei, das letzte bisschen vom Dach auszukleiden. Ich musste erstmal diese Giebel machen, weil es gibt ja hier verschiedene Snap-Punkte und die gibt es halt nur, wenn ich auch diese Dreiecksgiebel da setze. Ansonsten snappt halt ein Dach immer nur am anderen Dach. Und ja, das sieht doch soweit schon mal ziemlich cool aus.
Na, mal gucken, dass die hier drüben dann auch da im richtigen Ort snappen, aber ich denke schon. Wenn nicht, können wir sie ja wieder zurücknehmen. Na, schnapp. Bauen wir uns erstmal sozusagen die Brücke hier rüber. Wie sieht's aus? Ja, hier stehen alle gleich weit vor. Das ist schön, wir haben ja auch von dieser Seite angefangen zu bauen. Da sollte man die Seite beibehalten, weil wenn man von hier nach dort baut und dann wieder eine Reihe von hier nach da, dann sind die Enden häufig unterschiedlich. Ja, dann steht das eine ein bisschen weiter vor als das andere und so, und das sieht natürlich nicht so schön aus. Das sollte ja schon an den Enden gleich sein. Und jetzt gibt es halt die Möglichkeit, dass das Stroh halt am Strohdach snappt oder an dem Dreieck. Und vorher gab es halt nur das Dreieck und nicht das Strohdach und es hätte halt am Dach snappen müssen und hatte es halt nicht. Das ist jetzt also unser Bootshaus. So sieht das Ganze aus, ja, auf der Seite offen. Ich habe auch hier nochmal Säulen ran gemacht, da an die Ecke. Ich habe die auch nochmal aus Stein gemacht, weil ich glaube, es sieht einfach ein bisschen besser aus. Und dann sind die beiden sozusagen gleich hier. Hier eine Säule von dem Turm, hier eine Säule, da eine Säule. Man kommt hier rein, man hat hier drin das Boot. Wir können ja auch einfach mal ein Motorboot machen, so allmählich. Ja, hier kann man sich das Ganze angucken, wie das aussieht. Und man kann halt auch ganz wunderbar, hier hat man ein bisschen mehr Platz zum Laufen, hier kann man natürlich ganz wunderbar drauf aufs Boot und wieder runter. Hier, gut, hier guckt der Stein durch. Ansonsten, ja, es ist dicht. Das Boot passt perfekt rein. Und ja, das Ein- und Ausparken ist natürlich ein bisschen fummelig, aber es geht schon. Also mit dem Motorboot ist es, glaube ich, einfacher, weil das Motorboot, ich meine, das kann auch rückwärts schwimmen. Gut, aber ich denke mal, mit unserem neuen, verbesserten, größeren, schöneren Hafen, das hier kann mal weg, das brauchen wir nicht mehr, aufheben, bin ich sehr, sehr zufrieden. Also wir haben jetzt hier diese ganze Fläche, weiß ich nicht, ob ich damit nochmal irgendwas mache, vielleicht, aber auf jeden Fall komme ich hier jetzt gut hin. Wir haben nochmal zwei Türmchen, wir haben ein Bootshaus gebaut, da hinten seht ihr das andere Türmchen, haben da auch nochmal die Kaimauer ein bisschen dichter gemacht. Hier sind jetzt nur ein paar Treppen. Da sieht man nicht sehr viel von, passiert ja auch nicht viel, ne? Also man geht hier einfach nur rauf. Ich hatte schon überlegt, ob ich hier vielleicht mal einfach irgendwie ein paar Schilder anbringe. Also ein Schild fürs Bootshaus, hier eins vielleicht Hafenmeisterei oder irgendwie sowas, dann eins ans Zuchthaus, eins an den Stall, eins an die Base, eins, also am Museum ist ja schon eins, an der Dodo-Bar ist auch eins, das würde also ganz gut passen. Ja, so sieht jetzt also unser neuer Hafen aus. Machen wir nochmal einen Schwenker hier rüber. Da sehen wir also auch das Türmchen mit den Fackeln und der Fahne. Die befestigte Kaimauer. Hier hatte ich überlegt, ob ich hier auch nochmal Stufen reinmache, aber ich glaube, ich lasse es. Dann halt die Zäune, die gehen halt alle genau bis hier hin. Eigentlich ist hier durch den Stein und dieses kleine Landpodest bis zu meinem Haus, eigentlich ist es hier ganz gut abgeschlossen. Leider laufen natürlich trotzdem noch Tiere rein. Ich würde jetzt auch keinen Zaun machen. Man könnte sich vorstellen, hier spielt man zum Beispiel Beachvolleyball oder sonst irgendwas. Ja, ich bin recht zufrieden und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt nochmal einen Explorer Node an. Und zwar sind wir bei der Helena und das müsste sein die Helena Nummer 9, die wir noch machen müssen oder die wir jetzt als nächstes lesen wollen. Helena Nummer 9. Oh, das passt ja. Strand, Palmen, wunderschön. Rockwells Empfehlung folgend, habe ich mich auf den Weg nach Süden gemacht für ein gründliches Studium der Meereslebewesen. Dabei wird mir der Stamm der Painted Sharks behilflich sein. Da das Ökosystem des Ozeans unabhängig ist von dem auf dem Festland, könnte ein Vergleich der Umwelten helfen, die naturwissenschaftlichen Unstimmigkeiten der Insel zu identifizieren und zu verstehen. Und nachdem ich mir so lange den Arsch abgefroren habe, könnte ich wirklich einen längeren Aufenthalt an einem auf einer tropischen Insel gebrauchen. Meereskunde war nie mein Steckenpferd, aber ich liebe den Ozean. Es wird dort sicher wunderschön. Oh ja, das wird es. Aha, wenn sie sagt tropische Insel, dann war sie vielleicht da hinten auf der Insel. Eventuell hat man dieses Explorer Note dort gefunden. Aber ich würde sagen, dass an dieser Stelle die Folge zu Ende ist. Ihr könnt mir wie immer sehr gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Ihr könnt natürlich sehr gerne auf die Cluster-Server spielen kommen. Und Spendenlinks gibt es auch. Ihr könnt auch Kanalmitglied werden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Ark Storyline. Bis dann. Ciao, ciao.